Nun widmen wir uns der Fußzeile. Wenn wir nochmals einen Blick auf die PDF-Vorlage werfen, so siehst du, ist hier unten der Autorenname, der Titel und jeweils am äußeren Ende die Seitennummer angebracht. Genau das machen wir. In die Fußzeile kommst du, indem du einfach einen Doppelklick in den unteren Blattbereich machst. Oder eben über Ansicht, Kopf und Fußzeile. Durch diesen Doppelklick oder diesen Ansichtwechsel ändert sich auch gleich diese Menüleiste und hier hast du bequem die Möglichkeit, die Seitenzahl einzugeben. Du wirst gefragt, wo sie eingesetzt werden soll, in diesem Fall außen. Über Format hättest du noch weitere Möglichkeiten. Du könntest zum Beispiel, wenn du ein spezielles Titelblatt hast, mit einer anderen Seitennummer beginnen. Also das Titelblatt wäre zum Beispiel dann die Seite 0 und die erste Inhaltsseite wäre dann erst die Nummer 1. Aber das lassen wir mal so und ich tippe auf OK und du siehst, automatisch ist diese Seitennummer eingegeben. Ist also ganz wichtig, dass du das auf diese Weise machst. Wenn du hier eine Zahl reinschreibst, so wird sie auf jeder Seite wiederholt. Nur über diesen Befehl Seitenzahl eingeben wird sie automatisch aktualisiert. Dann brauchen wir also noch den Autorennamen und mit einem Tabulatorschlag springt es automatisch in die Mitte. Und da wäre der Titel. Nun haben wir ja gegenüberliegende Seiten, das heißt, wir drucken doppelseitig. Wenn wir also wollen, dass die Seitenzahl und die anderen Inhalte der Fußzeile immer spiegelverkehrt sind, so wählen wir gerade und ungerade Seite anders. Und jetzt kann ich hier bequem noch das entsprechend spiegelverkehrt ergänzen. Also wiederum der Titel in der Mitte. Und der Autorenname am Rand. Titel und Autorenname machen wir jeweils fett und damit es doch nicht so dominant wirkt, dann dafür ein Grau und das müssen wir jetzt natürlich auch hier oben noch anpassen. Wenn wir wieder in den Text hineintippen, so sieht das jetzt sehr blass aus, aber in Wirklichkeit wird das dann schon gedruckt. Eine letzte Bemerkung noch. Gehen wir wieder davon aus, du hättest ein Titelblatt, wo eben weder die Seitenzahl noch sonst etwas in der Fußzeile stehen soll, dann hast du mit dieser Markierung hier die Möglichkeit, diese erste Seite anders zu gestalten.